einige spektakuläre Unfälle gegeben. Denken Sie nur an Robert Kubica in Kanada oder Lewis Hamilton am Nürburgring. Aber auch in der amerikanischen IndyCar-Serie gab es gestern einen wirklich unglaublichen Abflug. Daniela Schulz hat die Bilder. Ausgerechnet im 13. Saisonrennen gab es den spektakulärsten Crash des Jahres. Im Kampf um die Spitze hob der führende Schotte Dario Franchitti plötzlich ab, segelte meterweit durch die Luft, überschlug sich mehrmals, landete schließlich kopfüber, aber gänzlich unverletzt wieder auf der Strecke. Die Zeitlupe zeigt, welch unglaubliches Glück er dabei gehabt hat. Der Unfall passierte bei geschätzten 350 Stundenkilometern. Nach dem ersten Überschlag rasten dann noch weitere 5 Fahrzeuge in Franchettis Dallara Honda. Nur wenige Minuten, nachdem er das Wrack ohne jegliche Blessuren verlassen hatte, war der Indy-Star schon wieder zu Scherzen aufgelegt. Ich lag kopfüber, da fragten sie mich, ob ich okay sei. Ich sagte, ja schon, es ist nur etwas unbequem hier. Sportlicher Sieger des Tages war übrigens der Brasilianer Tony Kanaan. Wie gut, dass es diese Monocoques gibt. Ja, Verträge mit Schutzengeln offenbar. Ja.